Ihr seid unterwegs. Irgendwo weit weg. Mit Rucksack, meinetwegen ohne. Vielleicht mit Fahrrad, vielleicht mit Motorrad, vielleicht mit Fernreisemobil. Es gibt Ecken auf diesem Planeten, die wirklich trocken, zauberhaft aussehen, traumhaft schön sind. Aber was, wenn ausgerechnet hier euch irgendetwas passiert, ihr einen Unfall habt, ihr euch verletzt, eventuell schwer verletzt oder plötzlich schwer erkrankt? Was ist euer Plan? Ihr habt doch einen Plan. Wenn an diesen Orten wirklich irgendwas passiert, ihr erkrankt, ihr euch verletzt, einen Unfall habt, dann geht es allein hier schon mit der Fragestellung los, wo bin ich überhaupt? Und die nächste kriegsentscheidende Frage ist, wie kriege ich die medizinische Kavallerie hierher? Oder kriege ich hier überhaupt irgendwelche Hilfe? Showtime, folks. Hier in diesem unserem Land ist das eigentlich alles gar nicht so schwer. Ich greife mal zum Äußersten und zum Smartphone. Und zwar haben wir die Möglichkeit, dass wir hier in diesem unserem Land im Wald und auf der Heidi uns tatsächlich Hilfe holen können. Diese App ist im Grunde wie eine Art Navigationssystem. Wir sehen hier, dass ich bei mir im Vorgarten sitze. Wir haben hier oben mit dem Telefonhörer die Möglichkeit, dass wir darüber einen Notruf absetzen und der gleich auf die Notruffunktion geht. Wir können unten mit dieser Pfeiltaste können wir uns anzeigen lassen, ob und wo es Rettungspunkte gibt. Und die gibt es nördlich von mir eine ganze Menge davon. Das sind kleinere Waldgebiete und Naherholungsgebiete. Da sehen wir das ehemalige Gelände vom Transportfliegergeschwader Hungriger Wolf. Das funktioniert recht gut in und um Deutschland. Es gibt da entsprechende markierte Rettungspunkte. Wir haben, was haben wir hier? Oben rechts haben wir die Möglichkeit, dass wir einen Notruf absetzen können. Wir haben ein weiter Informationen über die App. Wir haben, da haben wir das Impressum. Wir haben unten mit dem Fadenkreuz unsere eigene Position in GPS-Koordinaten. Und wir haben also einen Längengrad, einen Breitengrad und wir haben darunter nochmal die Angaben nach UTM-Gitter. Machen wir das Ganze mal wieder hübsch und groß und so. Haben wir irgendeinen ganz in der Nähe? Nein, natürlich nicht. Da geht es dann rüber Richtung Hamburg. Da haben wir dann wieder ausführliche. Wir haben hier Richtung Norden ausführliche. Wir schnappen uns da einmal einen Rettungspunkt. Und diese Rettungspunkte sind, wenn wir einen Notruf absetzen, an der Rettungsleitstelle auch hinterlegt. Wir können die Karten im Offline-Modus verwenden. Wir haben hier jetzt ein paar Instruktionen dazu, bevor wir mit dem Herunterladen starten. Aber auch das geht ganz her und hervorragend. Und das geht vor allem auch, wenn wir zum Beispiel kein GPS-Signal haben. Das kann nämlich durchaus mal passieren. Ein Fall, wo das Ganze passiert ist, ist in den ersten Tagen 1991 bei dem Einmarsch in den Irak gewesen. In den ersten Tagen von Desert Storm. Das Global Positioning System
ist ein Spielzeug der United States Army. Und zwar eigentlich nur der Army. Die Army, die US Army, lässt uns mit diesem GPS im zivilen Bereich mitspielen. 1991 ist es aber passiert, dass die US Army entschieden hat, dass sie für den Einmarsch ihrer Kräfte in den Irak sämtliche Ressourcen für diese bündeln muss. Und somit ist der gesamte zivile Sektor an GPS lahmgelegt worden. Ameisenfußball schwarz gegen weiß. Das sah bei dem einen oder anderen in der Luftfahrt einigermaßen dämlich aus. Die älteren Piloten haben vom Kopf her immer noch mitgeplottet, wo sie auf der Karte und auf diesem Globus sich gerade befinden. Während junge Kollegen das Problem hatten, dass die kein GPS-Signal mehr hatten und dass die mit mal völlig lost waren. Hat aber trotzdem alles hingehauen, ist eine lange Geschichte, gibt es viele, viele Mythen und so weiter und so fort drüber, aber nicht hier. Eine weitere Möglichkeit ist, dass gerade wenn wir nicht in diesem unserem Land sind, sondern irgendwo in wirklich weit, weit weg, dass wir uns Hilfe über einen GPS-Tracker rankriegen können. Das kann zum Beispiel sein, das Garmin InReach. Ich persönlich bin ein absoluter Fan von diesem Garmin InReach. Das ist ein GPS-Tracker und es ist ein Mittelchen, mit dem wir vorgefertigte, sagen wir mal, Nachrichten verschicken können, an unsere Nächsten unseren Standort übermitteln können, Koordinaten übermitteln können, dass die auf dem Globus tatsächlich gucken können, wo wir denn gerade irgendwie uns tummeln. Wir können aber mit diesem Garmin InReach auch einen Notruf absetzen. Und da kommt jetzt ein kleines bisschen der Haken an der Sache. Denn zu diesem Garmin InReach und dieser Notruffunktion gehört zwingend eine Versicherung, die ihr mit diesem Gerät abschließt. Und wenn ihr diese Versicherung nicht abschließt und dieses Gerät tatsächlich mit der Notruffunktion nutzt oder nutzen wollt, dann wird dieses Notrufsignal nirgendwo auflaufen. Das läuft ins Nirvana, das läuft ins Nichts. Ne? Tschüssli Müsli, habe die Ehre, war schön mit dir. Das wird von niemandem aufgenommen, das wird von niemandem getrackt und da schickt dann auch niemand irgendwie die Kavallerie los. Wenn ihr diese Versicherung abgeschlossen habt, sind Rettungskosten bis zu 100.000 US-Dollar abgedeckt und ihr werdet von Vertragspartnern dieser Versicherung tatsächlich da irgendwo aus dem Gemüse geholt. Die haben weltweit irgendwelche Kontakte, die haben ein sehr großes und ein sehr gutes Netzwerk und haben sehr, sehr gute Kontakte auch zu Behörden und Organisationen mit Sicherheitsauftrag weltweit. Das geht, das klingt komisch, ist aber so. Und auch zu anderen Anbietern von Such- und Rettungsdiensten. In Kleingedruckten dieser Versicherung steht, dass ganz egal wo ihr seid, dass es passieren kann, dass ihr bis zu 36 Stunden in eurer Notsituation alleine seid. Dass ihr diese 36 Stunden irgendwie überbrücken müsst. Das ist der Punkt, wo zum Beispiel wir mit unserem Training ins Spiel kommen, mit medizinischem Training für entlegene Gebiete. Der nächste Kurs dazu ist am 23. und 24.09. Dann haben wir noch einen im November, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann war es das für dieses Jahr auch. Da gehen wir dann halt speziell drauf ein, wie du diese 36 Stunden am besten halt überbrücken kannst. Wie du zum einen hinkriegst, dass dein Teambody oder du selber, dass ihr selber in der Lage seid, auch kurzfristig entsprechende Notsituationen zu überstehen. Wir kommen aber auch auf das Thema des What shall we do with the Krankenpfleger, nämlich wie wir dann halt diese 36 Stunden überbrücken oder länger, je nachdem. Bei dieser Versicherung gibt es mehrere unterschiedliche, ich packe die Informationen dazu unten in die Videobeschreibung. Das ist ein bisschen tricky, sich da irgendwie durchzufuchsen, aber letzten Endes, wenn der Wille tatsächlich da ist, dann werdet ihr einen Weg finden. Und ihr werdet auch euren Tarif finden. Und ihr werdet nicht auf Anhieb den teuersten Tarif nehmen müssen. Ihr kommt zum Beispiel auch sehr, sehr weit mit dem günstigsten Tarif. Und der liegt, glaube ich, irgendwie bei 100, irgendwo um die 100 Euro pro Jahr. Das ist, wenn man dann tatsächlich in weit, weit weg irgendwo unterwegs ist,
dann ist das eine sehr, sehr lohnende Investition. Zum einen, weil ihr halt euren Nächsten zeigen könnt, wo ihr euch gerade tummelt und dass ihr tatsächlich noch am Leben seid und dass ihr gegebenenfalls die Kavallerie reinkriegt. Jetzt haben wir also rausgefunden, wo wir sind. Das darf man übrigens auch mit Karte und Kompass machen. Ich weiß, für den einen oder anderen, dem wächst gerade eine Yucca-Palme aus dem Ohr. Aber ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die mir hier gerade mit meinen Kindern passiert ist. Und kennt ihr das, wenn so diese Schrecksekunde zwischen High Five und Standpauke so zuschnappt, gerade bei den Vätern von Töchtern? Alter. Meine 12-Jährigen. Papa hat das mit dem GPS und das mit der Navigation, das habe ich ja jetzt soweit verstanden. Aber was ist eigentlich, wenn das mal nicht funktioniert? Und das fragt die ausgerechnet mich. Da habe ich ihr erklärt, du, zu unserer Zeit, als ich so bummelig in deinem Alter war, da gab es dieses GPS zwar schon für den zivilen Markt, da war ein GPS-System irgendwo auf irgendwelchen Schiffen so groß wie ein Schreibtisch. Das ist kein Witz, das war ein Riesentrümmer, das war ein Riesenklopper. Nochmal 5 Jahre weiter, da waren da schon die ersten Handgeräte, auch von Garmin. Garmin war damals schon sehr, sehr früh, sehr, sehr weit mit vorne dabei. Und ich bin ein absoluter Fan davon, muss ich ehrlich gestehen. Also ich bin damit aufgewachsen. Ich habe die Dinger kennen, schätzen und lieben gelernt beim Segeln. Ja, ich bin viel früher mit Seglern unterwegs gewesen und auch längere Touren unterwegs gewesen. Ist schon geil. Und die waren, wie gesagt, sehr, sehr früh schon mit dabei. Ich habe hier dann aber auch erklärt, wir haben grundsätzlich auch immer Einsatz mit Karte und Kompass navigiert. Das hatte ganz einfach den Hintergrund, dass das GPS zum einen damals noch nicht so stabil lief und damals noch eine Genauigkeit hatte von 250 Metern. Und 250 Meter, wenn du das jetzt nun wirklich ernst meinst und irgendwo im Wald und auf der Heidi bist, dich um 250 Meter nach links oder nach rechts zu verschätzen, das ist echt kacke. Das ist nicht witzig. Na? Also ist grundsätzlich immer einer beigegangen und hat mit Karte und Kompass mitgeplottet. So, und Quintessenz unseres Gesprächs war, dass sie Umgang mit Karte und Kompass und auch mit Straßenkarte in manuell tatsächlich lernen möchte. Heute ist es soweit. Wir haben eine Straßenkarte besorgt und dann wird sie mal von hier aus zu bestimmten Punkten, wo wir regelmäßig hinfahren, da wird sie dann halt tatsächlich mal mit der Karte hin navigieren. Und ich freue mir einen Kullerkeks. Ich meine, ich finde das ja geil, wenn meine Zwerglinge mit solchen Ideen kommen. Ich bin da ja offen für. Wir haben das früher beim DRV gehabt, als ich Jugendgruppenleiter war, so vor guten 20, 30 Kilo, dass wenn wir Touren geplant haben, dass wir zum GPS grundsätzlich einen Satz Karte und Kompass dabei haben mussten. Und wir mussten damit auch umgehen können. Das hatte ganz einfach damit zu tun, dass es irgendwann mal, ja genau, 1991 war das, als dieser Jahreswechsel war von Desert Storm, Ameisenfußball schwarz gegen weiß. Da war es, dass eine Jugendgruppe mit mehreren Betreuern irgendwo in den Alpen war und die Jugendgruppenleiter dazu waren sponsored by Daddy. Die hatten sich ein damals nagelneues GPS-Handgerät gekauft. Hatten Kraft ihrer ganzen cholesterinarmen Wassersuppe diese Wegpunkte über einen Computer tatsächlich einprogrammiert, hochgeladen. Und jetzt war das GPS-Signal weg. Und was sie nicht mit hatten, war, ihr werdet drauf kommen, Karte und Kompass. Hat zum größeren Hubschrauber-Einsatz dahingehend geführt, dass diese Gruppe aus den Alpen rausgeflogen werden musste, weil zwei sich irgendwie beim Sturz verletzt hatten und wirklich übelst verletzt hatten. Und letzten Endes ist da eine Summe allein an Hubschrauberkosten aufgelaufen. Das hat dann vom DRV auch ziemlich Popoklatsch mit Anlauf gegeben. Und seitdem gilt die Prämisse, dass die Jugendgruppenleiter nicht nur GPS, sondern gefälligst auch Einsatzkarte Kompass dabei haben. Was ich persönlich sehr, sehr gut verstehen kann. Ladies, wenn ihr euch einen Kompass zum Beispiel in euren Bugout-Bag packt, das ist zwar eine ganz nette Geste und die Grundidee dahinter ist auch gar nicht schlecht, aber dieser
Kompass und eine gescheite Umgebungskarte von der Region, wo ihr euch befindet und wo ihr hin wollt, die ist so sinnvoll wie ein Knopf an der Arschbacke. Aber dazu kasper ich mich gerne in einem anderen Video aus. Mir war es erstmal ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.